Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin, auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede bei einem schwierigen Thema, ein Thema, das mit Emotionen behaftet ist. Damit möchte ich auch gleich beginnen. Wir haben dieses Thema schon mehrmals besprochen. Ich will mich auch, Kollege Petzold, bei Ihnen ausdrücklich dafür bedanken, dass es heute gelungen ist, dass wir dieses Thema sehr sachlich ansprechen. Ich will schon auch noch mal in Erinnerung bringen, wie dieses Thema in der Vergangenheit diskutiert worden ist, oftmals mit sehr viel Emotion und dann am Ende doch eine Diskussion, in der es oftmals um Toleranz ging, in der es um das Grundgesetz ging, aber eine Diskussion, die sich an mancher Stelle eben gerade durch sehr wenig Toleranz für die Meinung des anderen auszeichnete. Es wurde dann auch von Ihnen, Frau Künast, auch vom Herrn Beck immer wieder zwei Lager gebildet. Die einen, das sind die, die für die Ehe für alle stehen, und die anderen, das sind einfach nur die Homophoben. Ich glaube, so einfach sollten wir uns es bei diesem sehr schweren Thema nicht machen. Und weil Sie gerade reinrufen, Kollege Beck, ich wollte es gar nicht vertiefen, aber Sie haben im Zusammenhang mit dieser Debatte schon den Begriff der Volksverhetzung verwendet. Der Kollege Kaas mal den Begriff des Vollpfostens. Und nur deswegen habe ich mich bemüßigt gefühlt, das anzusprechen. Lassen Sie es doch einfach mal so stehen. Die Debatte leidet, und das ist der zweite Punkt, den ich heute ansprechen möchte, vor allem immer wieder darunter, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Eindruck erweckt wird, Deutschland sei in Sachen Gleichstellung Schlusslicht. Kollege Beck, Sie haben jetzt Mexiko genannt, Sie haben Brasilien genannt, Sie haben die USA genannt. Und es wird der Eindruck erweckt, Deutschland ist ein Hinterwäldlerland in Sachen Gleichstellung. Und da kam jetzt gerade die Bezeichnung, ist es auch. Bei genauer Betrachtung wird klar, dass Sie sich letztendlich eigentlich nur um die oberflächliche Betrachtung kümmern. Es geht Ihnen am Schluss um das Etikett, weil wenn wir uns diese Länder, die Sie genannt haben, einmal anschauen, USA, Mexiko, Brasilien, dann muss ich Ihnen Folgendes mitteilen. In den USA hat das Supreme Court 2015 die Ehe für alle eingeführt. Das ist das Etikett. Was dahinter steht, ist die Realität, dass heute noch mehr als die Hälfte aller Bundesstaaten, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr als die Hälfte aller Bundesstaaten noch keine arbeitsrechtlichen, diskriminierungsrechtlichen Schutzvorschriften für Homosexuelle haben. In Mexiko gibt es die Ehe für alle seit 2006. In Mexiko gibt es heute noch Umfragen, wo 63% der Bevölkerung homosexuelle Partnerschaften ablehnen. Und in Brasilien, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist die Entwicklung ganz schlimm. Auch dort stimmt nur das Etikett. Es gibt die Ehe für alle seit 2013. Im Jahr 2003 gab es 126 Morde an homosexuellen Menschen und im Jahr 2013 schreckliche 260 Morde. In den letzten 5 Jahren ist dort die Rate um 113% gestiegen. Und deswegen traue ich mich, mich hier hinzustellen und zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns doch nicht um die Oberfläche kümmern, nicht nur ums Etikett, sondern entscheidend ist, was drinsteht. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Kollege Beck, immer wenn Sie das sagen, ärgere ich mich deswegen, weil hier vollkommen unter den Tisch gekehrt wird, was politische Parteien in Deutschland, was auch Bundesregierungen und was auch die deutsche Gesellschaft für das Thema Gleichstellung in diesem Land schon getan hat. Wir haben, es ist angeklungen, eine Anhörung gehabt am 28.09.2015. Da ist, glaube ich, sehr gut herausgearbeitet worden, dass es zur Vermeidung einer Diskriminierung eben nicht erforderlich ist, hier den Ehebegriff zu verwenden. Das sollten Sie, lieber Kollege Brunner, auch nicht verwechseln mit dem Beschluss des Parteitags der CSU. Da ging es vor allem darum, mit dem Begriff verheiratet die personenstandsrechtliche Diskriminierung zu beseitigen. Und auch das wäre mir wichtig. Sie sehen selbst auch bei der CSU, ich glaube, einen sehr sachlichen und einen sehr gewissenhaften Umgang mit diesem Thema. Und da ist einfach meine Bitte, das nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Und auch Sie haben ja immer von Gleichstellung gesprochen. Da ging es ja nie um die Einführung desselben Begriffs, sondern Sie haben immer schon zu verstehen gegeben mit dem Begriff der Gleichstellung. Es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die letztendlich gleich behandelt werden sollten. Und auch, Kollege Beck, da muss ich Ihnen widersprechen, das gesellschaftliche Verständnis der Ehe hat sich doch nicht gewandelt. Mit Abstand ist heute noch die Ehe die Form, die am meisten von Menschen für das persönliche Zusammenleben gewählt wird. 70% aller Kinder werden in Ehen groß.
Und zu diesem Thema hat kürzlich ein sehr kluger Mann etwas geschrieben. Kollege Beck, hören Sie zu. Es ging um die moderne Lebensgestaltung. Und dann schreibt diese Person, ich werde den Namen gleich nennen, es geht darum, dass jeder nach seiner Fasson leben kann und nicht darum, traditionelle Lebensformen abzuwerten oder die Individualisierung ins Extreme zu treiben. Individualismus darf nicht zum Egoismus werden, sondern wird gesellschaftlicher Zusammenhalt unmöglich. So ist und bleibt die klassische Ehe die bevorzugte Lebensform der meisten Menschen. Und das ist auch gut so. Herr Kollege Hofmann, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage, die Ihre Redezeit aber mit großem Vergnügen, Herr Präsident, verlängern könnte. Unbedingt. Würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass der Autor dieser Zeilen der Initiator des vorliegenden Bundesratsgesetzentwurfs ist? Ja, natürlich. Sehr gerne. Genau deswegen habe ich diese Zeilen vorgelesen. Ich bin nämlich damit noch gar nicht am Ende. Es ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Aber ich sage Ihnen, dass genau dieses Zitat von ihm letztendlich die Botschaft transportiert, mit der wir uns als Union beschäftigen. Und deswegen ist es immer zu kurz gesprungen, wenn Sie letztendlich das in zwei Lager einteilen. Ich möchte zum Schluss kommen, und das ist der fünfte Punkt, den ich ansprechen möchte. In meinen Augen, und diese Meinung werden Sie mir nicht nehmen, sollten wir eben jetzt nicht darum diskutieren, dass wir unterschiedliche Dinge am Schluss noch gleich bezeichnen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Ehe und der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, und das ist nicht die Verbindlichkeit. Das ist nicht die Fähigkeit, zum Beispiel einem Kind eine Heimat, ein gutes Zuhause zu geben, sondern das ist letztendlich der Unterschied, dass aus einer Ehe Kinder hervorgehen können. Dafür bitte ich um Verständnis und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.